Du musst mich heute vor dieser Seite nur filmen, Ron. Weißt du, jedes Mal. Okay. Du musst auch die Kamera so drehen, dass heißt, wenn ich fahre, dass auch beim Fahrer immer so ein Punkt hier vorne hast. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, es geht euch gut. G-Wagon, G-Wagon. Fett oder fett? Ja. Ron, sag mal. Ist noch das richtige Baujahr, ne? GE500. Das ist das Richtige. Das ist der allerrichtige. Baujahr 92. Und dieses Fahrzeug, ich hole ihn gleich mal raus, ist wirklich ein besonderes Fahrzeug. Das erklären wir aber. Ich fahre mal kurz raus. Okay. Einfach nur den Klang. Nur wenn man den anmacht. Das Geräusch der Tür. Das hier, ne? Boah, ist das geil. Das ist einfach so. Ist einfach so männlich, dieses Auto, wirklich diese Türe. Und das, was wir kommen hier rum. Es ist einfach, die haben meiner Meinung nach, hat Mercedes in diesen Baujahren, um die 90er Jahre rum, ist ja auch 124er, ist noch so, W140. Das sind die schönsten wirklich Interieure, die sie gebaut haben, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Das fühle ich so hart. Und jetzt kommt wieder das nächste. Dieser Geruch. Dieser unfassbare Geruch. Und jetzt musst du Folgendes machen. Jetzt sitzt hier drin, also du kommst ja schon mal vor wie so ein Trucker. Motorhaube unfassbar lang. Aber was richtig krass ist, wenn du jetzt in diese Richtung mal filmst, wie tief das Ding ist. Also das ist wirklich ein Panzer. Unfassbar brutaler V8-Klang. Alter, der ganze Wagen. Machst du, guck mal. Wir erzählen was zu diesem Auto. Männlicher Klang. Geil, ne? Okay, was muss man zu diesem Auto sagen? Das ist also kein ganz normaler G500, sondern das ist schon was ganz Besonderes, der jetzt hier. Und zwar ist es so gewesen, dass ja um die 70er Jahre rum hat ja, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, das hat René mir erzählt, oder das kann man auch nachlesen, den Bericht zu diesem Auto zum Beispiel, oder so einen kleinen Bericht mal, den hauen wir euch auch mal unten in die Infobox mit rein. Das ist echt interessant zu lesen. Und zwar ist in den 70er Jahren, ist ja dieses Auto in Verbindung mit dem österreichischen Hersteller Puch Steyr gebaut worden. Und da hatten die früher, bei ihm ist es jetzt nicht mehr so, aber hatten die vorne bei Mercedes auch noch so ein Puch-Schild mit drin. Und es ist tatsächlich so, dass diese Autos erst 2000 oder ab 2000 nur noch von Mercedes, also mit Mercedes-Emblem und von Mercedes produziert worden sind. Vorher sind die auch in Österreich und zum Beispiel in der Schweiz weiter unter Puch Steyr vermarktet worden. So, Puch Steyr ist halt das Nice daran. Die sollten damals eigentlich für den Krieg sollten die gebaut werden, also der G-Wagon. Ja. Und dann ist es aber so gewesen, dass sie aus Kostengründen etc. etc., glaube ich, haben die nachher einen VW Iltis genommen. Ich glaube tatsächlich ist das so gewesen, dass sie nachher einen VW Iltis genommen haben und dass die dann nicht dafür genutzt worden sind. Aber trotz alledem haben die dann irgendwann einen Durchbruch gemacht. Und das Coole daran ist, es ist wohl so gewesen, dass das Puch damals drei Sonderfahrzeuge mit einem V8 gebaut haben, bevor die dann in Serienproduktion gegangen sind. Und das ist einer dieser drei Fahrzeuge. Das Interessante daran ist noch zusätzlich, dass die normalerweise in einem Blau lackiert waren. Man aber, wenn man früher das ausreichende Kleingeld hatte, konnte man trotz, dass das eine limitierte Sonderauflage war, konnte man trotz alledem den dann noch in einer anderen Farbe lackieren lassen. Es gibt sehr, sehr wenig Handfestes zu diesem Auto. Also, der René hat sich wirklich damit auseinandergesetzt. Es sollen drei angeblich gebaut worden sein. Man munkelt aber auch, dass Puch intern 5 bis 10 gebaut haben von den Autos. Es ist ein riesen Zufall gewesen, dass René den gefunden hat, weil der stand die ganze Zeit in der Werkstatt, die er geeicht hat. Er arbeitet beim Eichamt und hat das Auto dann durch Zufall gefunden und hat ihn zu einem sehr adäquaten Preis gefunden. Es wird gemunkelt, dass die Autos um die 100.000 liegen jetzt mittlerweile, weil sie so selten sind. Echt, so viel? Es gibt aber keinen festen Preis dazu. Ja, es ist einfach ultra selten, weil bei Puch die ersten mit V8 gebaut worden sind. Die gab es damals nicht. Die gab es als 300er zum Beispiel, aber die wurden halt nicht als V8 gebaut. Und Puch haben die ersten als V8 gebaut. Und wie gesagt, erst 2000 sind die komplett Mercedes gewesen. Bis dahin hat Mercedes die halt in Deutschland komplett als Mercedes verkauft und in Österreich und der Schweiz zum Beispiel sind die weiter als Puch gelaufen. Was auch total interessant ist, daran sieht man halt auch, dass die früher sehr viel rumexperimentiert haben. Und zwar, das ist halt super interessant bei solchen Fahrzeugen, wo man auch sieht, da steckt ein bisschen Geschichte hinter. Und zwar Differentialsperre. Die haben früher, zwei Stück nur gehabt, ne? Ja. Und guck mal hier, wurde das ausgefräst. Und jetzt haben die hier als Testfahrzeug mit einer dritten gearbeitet.
Das ist alles nicht serienmäßig, das ist alles prototypmäßig. René hat wirklich sehr, sehr viel Recherche geführt zu dem Fahrzeug und wirklich versucht, es, also alles rauszubekommen, was geht, aber das ist sehr, sehr schwierig. Also jetziger Stand ist es, es gibt offiziell 3 gebaute, davon 2 in Blau, einer in dieser Sonderfarbe. Ja. Und es gibt vielleicht noch intern gebaute 5 bis 10 Stück, aber da gibt es gar keine Historie zu. Also da kann man gar nicht sagen, ist das jetzt wirklich so oder ist das nicht so. Auf jeden Fall ist das hier unfassbar selten und preislich gar nicht zu betiteln, weil es ist noch nie einer verkauft worden. René hat ihn zu einem sehr adäquaten und fairen Preis bekommen, muss man sagen. Wirklich sehr fair, da war aber noch nicht so klar, was es für ein Auto ist. Das Krasse ist bei diesen Fahrzeugen, woran man das erkennt, sagen wir mal so, dass, also woran erkennt man, dass es ein Purus ist, und zwar an der Fahrgestellnummer. Das ist eine VAG-Fahrgestellnummer. Los. So, Fahrgestellnummer, wo haben wir sie denn? Da müsste es eigentlich auch zu sehen sein, ne? Ja, hier, guck mal, hier siehst du auch, also daran, wo man das auch erkennt, dass es einer ist, siehst du die Fahrgestellnummer hier vorne? Steyr Daimler Puch VAG. Jo, ich sehe es, jo, VAG, da steht es drauf, ja. Ach, krass, okay. Crazy, ne? Okay, das ist crazy. Ja. Da sieht man ja auch wirklich, dass es auch einer ist, ne? Ja, an sich G-Wagen für mich auch, wenn einer, dann das Baujahr, also die Baureihe. Ich bin bei den neuen, weiß ich nicht, fühle ich jetzt nicht so wirklich. Ich fühle die alten, weil das ist halt wirklich so wie auch damals. Das ist G-Wagen. So sieht er halt aus, ne? So muss er sein. René hat jetzt nicht wirklich was dran verändert. Das Einzige, was er gemacht hat, Chidachi macht da mal ein paar riesen Reifen drauf. So, das ist wirklich, das ist das andere Level nochmal an Reifen. Wie viel Zoll hat die Felge? So ist das, die Felge ist nur 16 Zoll. Ne? Wow. Müsste eigentlich 16 Zoll sein. 285 R16 ist das. So, jetzt wollen wir auch ein paar Fotos von dem schönen Stück machen. Auch mal eine kleine Runde damit fahren, damit wir mal einen kleinen, auch, das Wichtigste ist eigentlich Sound. Also das Fahrgefühl, was das Auto dir vermittelt über den Klang, ist halt der absolute Wahnsinn. Ich würde sagen, wir fahren eine kleine Runde und dann machen wir auch mal einen Check. Und wie sieht es mit Putzen aus? Weil auf dem Dach sauber machen ist halt auch so ein Problem, ne? Stimmt. Wie du siehst, weil da brauchst du auf jeden Fall eine Leiter, für, um den sauber zu bekommen. Ich feiere den, ich finde den ultra geil. Auch Farbe mega geil. Komm, wir fahren mal eine Runde. Also Sitzposition. Und selbst ein Dodge Ram, wenn er daneben steht, da hast du jetzt nicht das Gefühl, dass er so viel fetter ist, ne? Nö. Das ist schon ein Monster, aber das ist halt auch eine Ansage. Gelaufen 327.000 Kilometer. Was wird René jetzt sagen? Eingefahren. Das Einzige, was nicht geht, weil ich ihm schon gesagt habe, das Radio muss raus. Jo, das passt alles. Das ist maximal belastend, dieses Radio. Das war aber drin, das hat Ensch reingemacht. Achso, okay. Da muss ein Bäckerradio rein. Also hören sich die Schiffkutter an, wenn ich in Kroatien die Familie von Nadja besuchen gehe, wenn wir auf diese kleine Insel fahren, wirklich. Das hört sich auch so an. Und was auch genial ist, also so vom Theoretischen geil, aber was eigentlich richtig scheiße ist, der Spritverbrauch von dem Ding. Der ist halt unmenschlich, ne? Also man kann jetzt mal gerade die Tangerzeige mal kurz einmal durch, ne? Zeig ich mal. Und jetzt siehst du mal, wo die steht, ja, ne? Und jetzt guckst du mal auf den Tageszähler. Als ob 247 Kilometer. Und weißt du, was wir jetzt gleich machen? Wir fahren den jetzt gleich auch tanken. Ja. Ich will wissen, ich habe den nicht leer gefahren, darum geht's aber auch gar nicht. Ich will jetzt wissen, wie viel Liter wir jetzt nachtanken und wie viel wir auf 247, also auf 250 Kilometer verbraucht haben. Ich sage dir, da gehen, also wir tanken da jetzt bestimmt Minimum 85, 90 Liter rein. Ich glaube, der hat einen 100-Liter-Tank. Ich glaube ja, tatsächlich. Darf man so eigentlich im G-Wagen sitzen? Also Rapperchen schon, ne? Ist das ein Rapperchen-Auto, oder? Ja, aber da musst du normalerweise die Füße noch raustun, oder? Wie war das? Stimmt. Digga, musst du dir, das, also da fährst du mit der ganzen Familie, ne? Das ist halt komplett asozial, oder? Ja. Oder? Ich brauche aber auch eine Trittleiter, um hier reinzukommen. Das ist so krass, das Ding einfach. Boah, Junge. Das ist einfach so männlich. Ich brauche das. Ist das so oder ist das so? Du sitzt da drin und du bekommst, natürlich braucht man das nicht, aber du hast das Gefühl, so als Autofanat. Ja, Mann. Sowas brauche ich. Vor allem, weil die Abgasanlage auf meiner Seite ist. Ach so, ist die bei dir? Ja. Pass auf, da. Machen wir mal 100 ein. Und das ist ja, ja nur auf mal ganz kurz, ne? Das ist so geil, Alter. Aber was du halt direkt, was auch unverkennbar ist, ist einfach der Geruch, das ist einfach so. Das ist bei meinem 124er auch so. Bei dem 500er vom René ist das auch so. Der Geruch von so einem 104, also von den Dingern, ist einfach. Raupe für Leder, oder? Ja, ist einfach geil.
Ich weiß gar nicht, ob das auch dieses Büffelleder ist. Ne, ich glaube es nicht. Gefühlt? Ne, weiß ich nicht. Ne, glaube aber nicht. Das Büffelleder ist nochmal eine ganze Ecke büffeliger. Aber trotzdem, Mercedes hat diesen süßlichen Geruch. Ne? Also BMW hat immer diesen säuerlichen und Mercedes hat diesen süßlichen Geruch. Ich feiere aber dieses ganze Interieur alles. Das ist so, boah, das ist genau meine Welt. Das ist schon cool. Vollkommen geil, dieses Teil. Vollkommen geil. Jetzt kommt der Test Waschstraße. Ich glaube, das Ding füllt auf jeden Fall die komplette Waschstraße aus. Das ist so geil einfach. Ach, ich liebe es. Und vor allen Dingen, was ich irgendwie noch mehr feiere, jeder andere wird das Auto sofort wegstellen oder versuchen, an den Sammler zu verkaufen. Was macht René wieder? René gibt einfach einen absoluten Fick drauf. Er sagt, es ist mir scheißegal. Ich wusste nicht, dass das Auto ist. Ich habe den gekauft, um ihn zu fahren und ich fahre den einfach. Guck mal hier, ein GLA davor. Guck mal, wie ein GLA. Geil, ey. Also, was war mit ihm hier? Hier, Digga. Deiner Pupsflöte. Alter. Ja, das ist schon. Rauskomme ich heute nicht. Ja, kriegst du aber. Das passt. Das ist Alter, das ist schon crazy. Okay, machen wir mal. Putzi. Ja gut, Dach ist halt heute. Dach ist halt heute, ne? Nee. Ja, Dach ist halt heute. Schwierig. Dachreinigung ist heute leider nicht inklusive. Ich müsste auch noch mal ganz kurz raus aus der Waschstraße, um mir das nicht rein. Alter. Wir können immer Punkte machen, wie alltagstauglich ist ein G-Wagon. Also, Auto waschen. Von 10 Punkten vergebe ich eine 7. Wir machen es in der Skala. 7 von 10 für das Thema Fahrzeugpflege. Okay. Ist eingeloggt. Das ist eh trocken. Digga, da komm ich gar nicht dran. No way. Absolut no way. Aber das Gefühl, dass ich ihn gar nicht so mit sauber bekomme. Trocken bekomme mit dem einen so einem Tuch. Normalerweise reicht nicht. Man kann es mit einem so einmal komplett machen, aber hier. Anscheinend nicht. Ist das auf jeden Fall schon eine Herausforderung. Vor allen Dingen, jetzt wird es auch richtig geil. Also auch Scheibe vorne sauber machen. Ich bin jetzt mit 1,72 Meter natürlich echt ein Zwerg. Aber das ist schon eine Ansage hier. Jetzt gehen wir mal 5 Liter tanken, oder? 5 Liter. Machen wir mal einen 5 Liter V8 voll. Und wenn du denkst, der 124er verbraucht viel Sprit, dann wirst du sehen, nein. Der noch mehr. Das ist eine Benzinvernichtungsmaschine. Und das in der heutigen Zeit kannst du nur noch als Sammler irgendwo haben. Platz. Wir machen Kategorie 2. Innenraum, Platz für die Familie. Also ich muss sagen, ich sitze sehr bequem, ich sitze sehr komfortabel. Du wahrscheinlich auch. Ich auch, ja. Chrissy sitzt jetzt hin. Ja. Chrissy, wie viel Beinfreiheit hast du? Komplett. Also genug. Glaub, wie groß bist du? 1,65. Ja. Okay, ein Zwerg hat auf jeden Fall einen Platz. Wenn du größer bist, aber auch Kopffreiheit, auch gar kein Problem. Easy. Gar kein Problem. Und ich denke mal so, wenn wir auch noch einkaufen wollen, shoppen, wird man hinten sehen, Kofferraum, ausreichend Platz. Ja, der Bus ist natürlich wieder, das ist ja auch so eine Stelle diesmal. Richtig geil, um hier rauszufahren, hier lässt sich nämlich nie einer raus. Ich bin auf jeden Fall schon mal nass geschwitzt, allein vom Trocknen machen. Und das Gefühl, was ich hier drin vermittelt bekomme, ich kann über alles drüber fahren. Das ist auch so ein Ding. Du hast das Gefühl, du könntest einfach über alles und jeden drüber fahren. Okay, also Thema Komfort und Platz, eine glatte 10. 10 von 10, finde ich. Ja, easy. Voll gut. Auch mit den Reifen finde ich voll. Also. Digga, wir sind gerade mal. Wir rollen hier mit 30 durch die Innenstadt. Also ich glaube, da sehen wir gleich mal, wenn wir ein Stück über die Bahn fahren. Ich spüre jeden Zylinder in meinem Hintern. Boah, das ist so geil, ne? Das ist einfach so männlich. Boah, ich fühle so ein Auto so hart. Wäre das nicht so unfassbar teuer? Allein das.
Würde ich mir manchmal wünschen, dass der 400er auch so einen Klang hat von mir. Ja, ich schon. Ne? Ja, das ist schon echt nice. Guck mal da. Oh, G-Wang, Bruder. Ja. Kleiner. Also nicht hier Bundeswehr G-Wang. So, jetzt kommt das böse Erwachen. Was steht da drauf? Bleifrei? Bleifrei. Super. Super bleifrei. Kein Problem. Das Normale. Easy. Ja, jetzt bin ich gespannt. Und Vollgas. 1,60 Euro. Ich hatte gerade so ein leichtes Déjà-vu. So, Freunde. Ich bin gespannt, Alter, was das ist. Ich schätze 160 Euro und 150 Euro für den Dam, 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 dam. Kann dauern. Dam. Wir haben gerade mal 3 Schritte erreicht. Du könntest mal einen Timer reinmachen, wenn ich getankt habe. Geht das auch? Ja, dann kannst du nach rechts reinsetzen, ne? Also ich glaube, dass du mit dem Tesla, dass du den schneller vorne hast. Krass. Ab jetzt wäre jedes normale Auto voll. Voll, ja. Dann. Sagen wir nicht 160 Euro oder so. Danach kannst du Insolvenz beantragen, wenn du das Ding getankt hast. Alter. Ich sag mir 250 Kilometer, ne? Ja, 250 Kilometer. Wir haben auf 250 Kilometer jetzt schon auf jeden Fall Minimum 65 Liter weggetan. Ja, passt. Ne, das reicht aber noch nicht. 70 Liter. Auf 265 Kilometer. 71 Liter. Das ist ja okay, dann hat er gar keinen Tank. Das ist ja genau wie bei meinem. Das ist ja voll okay. Gut, vollkommen. 72 Liter. Aber trotzdem, auf 52 Kilometer, 72 Liter verballern, ist schon krass. Ist schon männlich, ne? Ich habe jetzt wirklich gedacht, Alter, aber dass er sich jetzt 80, 90 Liter da reinzieht. Ja. Also wirklich. Das ist komplett wahnsinnig, ne? Also wir reden hier von, Alter, 72 Liter und der war ja noch nicht mal leer, ne? Darfst du ja manchmal überlegen, eben, ne? Okay, ich geh mal bezahlen. 28,8 Liter. Verbraucht der auf 100 Kilometer? Ja. Alter. Kannst du mir das nicht sagen? Jetzt fühle ich mich, als wäre ich im Flugzeug mit der Anzeige da oben. Bitte, genau, legen Sie bitte die Sicherheitsgurte an. Notausgänge, wo ist denn der Schlüssel? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum G-Wang Airline. Genau, zur G-Wang Airline. Bitte schneiden Sie sich an und gehen Sie. Also. Ja, es ist auf jeden Fall Klima, man riecht den anfänglichen Klimamuff. So sieht's aus. Also, Ökobilanz, Stiftung Warentest, Z. Mit 28,8 Liter auf 100 Kilometer. Ist dieses Fahrzeug eine reine Benzinvernichtungsmaschine. Also wie viele Punkte von 10? Ja, der 2. Also. Doch 2? Ja, 2. Ich glaube, das geht noch schlimmer. Ich glaube, wenn du so einen Hammer fährst, ich glaube, der verbraucht noch mehr. Aber das ist auf jeden Fall schon die Speerspitze an asozialem Verbrauch, was man sich schon vorstellen kann. Jetzt geht's mal auf die Schnellstraße. Dann wollen wir mal gucken, wie das Fahrverhalten ist. Weil in der Stadt muss man schon sagen, wirkt das schon ein bisschen überdimensional. Ja. Aber immer noch gut zu fahren. Also es ist natürlich ultra chillig gerade hier zu fahren. Ne? Du blubberst hier so ein bisschen vor dich hin. Aber ich muss auch gerade sagen, nachdem ich weiß, dass der 28,8 Liter verbraucht, habe ich auch gerade ein bisschen Angst damit zu fahren. Also ist mein Gasfuß, der anfänglich so war, habe ich schon das Gefühl, ich mache jedes Mal 5 Liter weg mit jedem Gasstoß. Jetzt nur mit dem kleinen C Gas geben. Jetzt nur so, langsam, immer rollen lassen, weißt du? Und dann so, ich weiß auch.
So, jetzt sind wir hier bei 50, 60. Alles cool. Auch Reifen fährt sich alles noch gut. Ich glaube, die Reifen haben eine Zulassung, die er drauf gemacht hat. Die haben eine Zulassung von 140 km/h, 70. Fühlt sich auch noch alles sehr gut an. Jetzt fahren wir mal da hinten auf die Landstraße. Und wollen wir mal gucken, wie sich das so bei 100 anfühlt. Aber ich glaube, das ist ganz normal zu nutzen. Das ist natürlich ein bisschen Fahrwerks, klar, logisch, ne? Bei der Größe, bei der Kombination, die wir haben, jetzt hier auf den Radreifen, ist das natürlich alles schon ein bisschen schwammig, muss man sagen. Aber ich habe jetzt gedacht, die Reifengeräusche, das Abrollgeräusch wäre krasser und Vibration auch. Vollkommen normal. Also ich finde das voll... Nee, das ist voll normal. Was ich halt funny finde, du hast halt von dem Motor so, ne? Wenn du so in so einem, sagen wir mal, dahin gleiten bist, bei 50 jetzt gerade, merkst nichts, aber sobald du... Ist halt unfassbar gut, ne? Aber auch nicht aufdringlich ist der Klang. Nee, gar nicht. Dann vergehen wir, oder sollen wir mal das Thema Sound, würde ich sagen, vergehen wir mal, ja, oder? Das ist ein gutes Thema. Thema Sound. Also ganz klar, für mich von 10 Punkten eine glatte 10. Ja. Einfach männlich. Also eine 10 von 10 ist das. Ultra präsent, aber nicht, also nicht aufdringlich. Ne? Ist halt geil. Ist halt einfach so, du weißt einfach, okay, das Ding hat richtig Kraft. Ja. Das Ding macht richtig Kraft. Definitiv. Aber das ist schon Vollgas, ne? Beschleunigung. Das geht schon, aber ist jetzt nicht. Ist okay. 5 Liter, 286 PS sollte er jetzt hier haben. Fährt sich auf jeden Fall mega schön. Also ultra smooth, ne? Ich finde die Aussicht nach außen so geil, wie du auf die Haube guckst. Was halt ganz geil ist, ist auch die Scheibe. Ne? Die Scheibe steht ja sehr, sehr flach. Ja. Also die ist gar nicht so schräg, sondern die hast du sehr flach. Das sieht man jetzt auch halt voll geil, wenn du siehst, wie wir die Kamera angebracht haben. Weil die Kamera ist ja normalerweise ist die immer sehr schräg angesetzt. Genau. Aber jetzt haben wir hier den Fuß, der ist halt komplett gerade. Ne? Ja, man merkt die Reifen schon, auf jeden Fall. Also man merkt es 100 definitiv, wenn man zu 100 fährt. Das geht aber schon noch klar. Ja. Also, das funktioniert schon. Okay, Autobahn, Langstrecke, tagtäglich damit zur Arbeit zu fahren. Ja, aber Punkte gebe ich eine 6 von 10. 6 von 10? Fühle ich eine 6 von 10. Funktioniert noch, ist jetzt auch nicht so schlecht, aber so ein... Wenn ich das auch mal so mit dem 124er oder mit dem 500er vom René vergleiche oder mit dem 140er, das ist das auch gerade jetzt hier, ne, wenn du mal diese Kurven fährst, ist das auf jeden Fall schon abenteuerlich. So, jetzt machen wir mal den ultimativen Parkplatztest. Schatz, wir wollen shoppen. Lass uns mal parken. Okay, dann versuchen wir das mal, mein Engel. Suchen wir uns mal einen Parkplatz hier. Was glaube ich auch nicht so einfach ist, wenn ich die hier mal angucke. Das ist kein Parkplatz. Einfach. Nee, wir haben keinen Parkplatz hier. Nee, hier ist keiner. Gibt's hier noch, Ober? Hier geht's noch. Ah, ne, das ist Schranke. Schranke. Okay. Okay, Wendeplatz. Wenden. Okay, Wendekreis. Easy, Alter. Kein Problem. Das ist Mercedes. Krass. Können die alle gut. Der 124er kann das auch super. Da, Parkplatz wird frei. Ja, komm. Oh, sehr gut. Sehr gut. Rückwärts oder vorwärts? Rückwärts, oder? Wie in der Fahrschule gelernt. Rückwärts. Normaler Parkplatz, würde ich sagen. Alltägliche Situation, auf jeden Fall habe ich gerade schon tierisch Angst. Geh mal raus. Geh mal gucken. Alter. Oh, Digga. Easy. Ja, einfach. Easy. Aber jetzt kommt es nämlich drauf an. Und zwar, guck mal, wenn ich jetzt nach hinten fahre, ja. Theoretisch bin ich jetzt, guck mal, bin ich jetzt hinten schon am Stein dran? Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht? Noch lange nicht. Okay, also Einschätzungsvermögen habe ich ja gar keins. Ich würde denken, ich stehe jetzt schon drüber. Nein. Immer noch nicht? Nope. Ja, so ist okay. So wäre okay? So ist okay. Wolltest du dein Schäfchen abholen? Oh, Mittag! Boah. Ja, locker!
Nicht ganz perfekt eingeparkt, aber das geht schon. Ja, oder? Guck mal. Nehmen wir so ein Polo. Geht das schon klar? Easy. Voll gut. Ich meine, das sind ein paar Soundaufnahmen, würde ich sagen. Soundcheck. Also, erstmal. Achso, nee. So, also Alltag. Einpacken. Daumen nach oben. Gibt's für mich eine glatte 7 von 10. Jetzt machen wir noch ein paar Soundaufnahmen für euch vor außen. Und dann gibt es auf jeden Fall nochmal ein kleines Carpörnchen, weil das hat der Wagen wirklich verdient. Mir macht das mega Spaß. Schreibt mal was in die Kommentare dazu, was ihr von so einem Ding haltet. Ist das kompletter Wahnsinn oder ist das Kult und geil? Ich find's geil, aber auch komplett wahnsinnig. Haut rein, schönen Tag, noch bis zum nächsten Mal. Like Abdul-Jabbar, yeah, you have to face it. Let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience. I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't miss. You know I'm gon' take the shot. Take the shot. Take the shot. You know I'm gon' take the shot. Take the shot. Take the shot. Pull up and take the shot. Take the shot. Take the shot. You know I'm gon' take the shot. Take the shot. Take the shot. Yeah, kid Newton, I been shooting my shot, ooh. The end to it, I been moving the rock, yeah. My shit sweat like I been using a mop, ooh. You get that, yeah, I been proving I'm wrong. I been taking shots and now I'm starting to stutter. Vision getting blurry, I should check my shot.